Stresser. Heute mache ich so einfaches Essen, ganz lecker mit dem Risoni, die aus gelben, roten Linsen und Kichererbsen ist. Dazu mache ich Frikadelle aus Hähnchen und Kartoffeln. Und dann eine Soße mache ich mit Gemüse wie Aubergine, Brokkoli, Möhren, Sellerie und diese blaue Basilikum und grüne Basilikum. Dazu brauche ich auch Gewürze wie schwarze Pfeffer, Tomatenmark, Koriandersamenpulver, 1 bis 2 Löffel, Tomatenmark, Salz und hier Kümmel für den Frikadelle und Öl habe ich auch und Tomaten. In die Frikadelle kommt Zwiebel und Koriander. Und natürlich 2 Kartoffeln. Zuerst versuche ich durch die Wolf meine Hähnchen mit Kartoffeln, Kreuzkümmel, die ich vergessen habe, und Koriander zum Hack machen. Jetzt spare ich euch von Geräuschen von Maschine. Jetzt gebe ich die Kartoffel auch ein, danach Zwiebel und Koriander. Ihr hört keine Geräusche, nein, das ist die Technik. Schön, ne? Wunderbar, püriert alles den Wolf. Und ich bin froh, dass ich diese kleine Wolf zu Hause habe, weil man kann jede vielleicht zum Hack machen und das ist sehr praktisch. Kann man alles benutzen. Nach dem Kartoffel jetzt gebe ich auch die Korianderäste, weil habe ich einmal gesagt, bei mir geht es nichts verloren, weil das ist leckerste von Koriander ist die Äste, duftig und wunderbar. Warum soll ich wegschmeißen? Gut, jetzt habe ich alles so püriert, wunderbar, gebe ich jetzt meine Gewürze. Schwarze Pfeffer, Salz und Korianderpulver und diese Kreuzkümmel, die ich vergessen habe zu sein. Knoblauch reibe ich dazu. Ein oder zwei, je nachdem, was ihr möchtet, das ist genug. Wunderbar. Jetzt kommt die Handarbeit. Und gebe ich ein bisschen von dem Paniermehl zur Befestigung, dass nicht auseinander geht. Jetzt nehme ich eine Pfanne, ein paar Löffel Öl, das reicht. Gut. Und lasse ich erhitzen und mache ich schöne Frikadelle mit beiden Händen und auf dem Paniermehl. Bisschen Handarbeit, Formen je nachdem, was ihr möchtet, rund, oval. Quadratisch, alles möglich. Dann legt ihr in der Pfanne und ein paar Minuten habt ihr leckere Frikadelle. Langsam meine Frikadelle wird fertig. Bekommt schöne Farbe, sehr gut. Hier habe ich in einen Topf heißes Wasser mit dem Salz, was ich zu süden kommt und Brokkoli gebe ich rein, kurz belangiere ich. Und dann ganze Gemüse mache ich in Würfel, Sellerie, Möhren und Aubergine, mache ich in kleine Würfel. Dann komme ich mit den Sachen in der Pfanne und mache ich Gemüsepfanne. Also das Wasser ist zum Sieden gekommen und jetzt gebe ich die Brokkoli rein für ein paar Minuten. Belangiere ich. Das nennt man Belangiere. Dann gebe ich unter kalte Wasser und dann Farbe bleibt verschont. Grün gebe ich in den Sieb und ganz kalte Wasser darüber.
dann schockiert, wie man sagt, und danach kommt in die Pfanne. In meine Pfanne, die habe ich für die Frikadelle gemacht, gebe ich noch ein bisschen Öl und zuerst die Zwiebeln werde ich kurz anbraten und wie man sagt, glasig machen. Das gebe ich jetzt die Gemüse alles fein, gewürfelt habe. Und da wird mit Zwiebeln noch mal ein bisschen angebraten. Braucht ein bisschen noch Öl. Gebe ich die Tomaten mal rein. Und heute habe ich auch gehabt, kommt danach und zum Schluss Brokkoli und mit den Tomaten und Wasser lasse ich die Soße einfach ziehen. Lecker. Also jetzt auch den schwarzen Pfeffer. Dann hier die Kümmel habe ich und Korianderpulver. Gebe ich alles rein und zum Schluss kommt Wasser. Die Soße zieht noch und es ist wahnsinn lecker, duftet hier den ganzen Raum und mein Wasser ist auch zu sieden gekommen. Jetzt kippe ich die Risone rein und lasse ich 9 Minuten einfach sich vergrößert und das wird natürlich nicht wie Reis. Schmeckt auch ganz anderes, aber es sind lecker. Durch Sieb habe ich gegeben und jetzt gebe ich in eine Pfanne mit etwas Butter. Und man kann auch ein bisschen Brühe reingeben, wenn man möchte, aber ich möchte keine künstliche Sache. Deswegen bin ich auch zufrieden. Die Gemüsepfanne hat genau Gewürze und so weiter. Jetzt alles vorbereitet, kann ich auf den Tisch bringen. Das ist meine Risoni. Das ist Hülsenfrüchte aus roten Linsen mit dem Kichererbsen. Dazu Gemüse mit Aubergine, Sellerie und blaue Basilikum, Tomaten und Möhren. Und Frikadelle aus Hähnchen, Kartoffeln und Gewürze. Vielleicht komme ich im Lidl mit Bild auf dem Wand. Ja, Reza kocht. Risoni von uns. So. Also das war unser Persischkochen heute. Und ich hoffe, das hat euch gut gefallen. Bis nächste Mal wünsche ich euch alles Gute und Liebe. Bleibt ihr gesund. Pass auf euch auf. Thank you.